Je mehr ich an mir selber arbeite und reflektiere, desto mehr Bewusstheitsraum kann ich mir erarbeiten. Ja, hallo liebe Leute. Unseren heutigen Gast durfte ich bei einer Netzwerkveranstaltung in Münster bei der IHK kennenlernen. Und da sieht man, man muss doch mal vor die Tür gehen und manchmal entwickeln sich da doch ganz interessante Gespräche. Und ja, zu Gast haben wir heute Annegret Gaschagen, ihres Zeichens Trainerin, Coach, Supervisionarin. Das werden wir alles gleich mal erfragen. Und ja, nicht mehr und nicht weniger als einen kleinen Crashkurs in puncto Psychologie wünsche ich mir hier. Und wir beginnen, liebe Anne, schön, dass du heute hier bist. Dankeschön, schön, dass ich da sein darf. Es gibt da so einen Spruch: Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Wie wichtig findest du den? Ist das so oder muss man doch Menschen über eine wesentlich längere Zeit als den ersten Eindruck kennenlernen? Der ist total wichtig. Also der erste Eindruck hat keine zweite Chance, ist erstmal so, was für die meisten Menschen steht, weil da passiert ganz viel. Innerhalb von Sekunden laufen alle Eindrücke durch unsere Filtersysteme im Kopf und wir beginnen blitzschnell zu bewerten und unsere Urteile zu fällen. Darf ich einhaken? Das klingt aber schon nach mehrere Kanäle. Also es ist Genau. nicht nur Optik, es gibt mehr. Es gibt mehr, es gibt Stimme, es gibt Körper, es gibt meine eigene Erinnerung, meine eigenen Emotionen. Ne? Wenn du mich jetzt an eine Person erinnerst, die ich vielleicht früher mal irgendwann als sehr umsorgend, positiv empfunden habe, dann hat auch das einen Einfluss auf meinen ersten Eindruck. Also insofern macht der erste Eindruck immer sehr viel aus. Je bewusster ich damit umgehe und je mehr ich den für mich aber auch unter dieser Filterbrille sehen kann, kann ich auch Abstand gewinnen zum ersten Eindruck. Also dann hat der zweite Eindruck dann doch wieder eine Chance. Und das ist ja auch das Schöne daran und wo es auch dann häufig in der Kommunikation darum geht, zu sagen, so, stopp, mal kurz innehalten, Filter hinterfragen, Urteilsbildung hinterfragen und dann nochmal neu. Woher kommt denn das? Ist das so eine Sache, mit der der Mensch versucht, einer Komplexität auch vielleicht auszuweichen, dass wir so in Schubladen denken? Kann das da auch Vorteile haben, dass ich mir vielleicht nicht immer tausend Gedanken mache, sondern mal sagt, der ist so? Also hat das auch Vorteile oder ist es nur negativ? Na, oder? Es könnte auch. Nee, es hat auch Vorteile. Es ist sogar überlebenssichernd auch gewesen früher. Also heute nicht mehr unbedingt. Obwohl, wenn ich auf der Straße gehe und dann kommt irgendwie das quietschende Auto von der Seite an, das nehme ich im Augenwinkel wahr, muss ich auch blitzschnell entscheiden, vorwärts oder rückwärts. Und in den meisten Büchern kommt jetzt das Beispiel mit dem Und dann Säbelzahntiger, ne, wo man sagt, okay, der Säbelzahntiger steht vor einem und was mache ich jetzt? Entweder Ohnmacht, Flucht oder Angriff. Das sind so die drei großen Reaktionsmuster, die dann rausgezogen werden als Beispiele. Nein, also das hat eine Funktion. Alles, was wir machen oder auch nicht machen, hat für uns eine Funktion. Und das sind letztendlich Sicherungstendenzen. Und die laufen aber auch in jeder zwischenmenschlichen Begegnung ab. Und wir entscheiden blitzschnell, sympathisch, nicht sympathisch, kompetent, nicht kompetent, kann ich vertrauen, bin ich vorsichtig, finde ich gut, kriege ich Angst und so weiter und so fort. Ja, Beispiel Säbelzahntiger, die Schissbuchsen haben überlebt. Weil das ist, Ja. glaube ich, dann immer, was da losgeht. Nein, ich weiß nicht, ob die Begründung da sein muss. Wahrscheinlich die deppertste Frage unseres heutigen Interviews. Wie stehst du dazu? Kann man einen anderen Menschen jemals ganz kennen? Nein. Kann ich mich selber ganz Nein. kennen? Okay, so, dann haben wir das abgehakt. Es passiert es mir immer mal wieder, dass ich in Bewerbungsgesprächen sitze. Und ich bewerbe mich zwar nicht, aber das ist für mich auch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Wen hole ich da in mein Team oder nicht? Gibt es so grundlegende Tipps? Was kann ich in so einem Bewerbungsgespräch machen? Sind überhaupt Bewerbungsgespräche das Richtige? Und dann wäre die nächste Frage, was hältst du von Tests? Mir fallen da zum Beispiel die zwei vielleicht größten, ich weiß es nicht, ein, das Big Five oder Ocean-Prinzip oder auf der anderen Seite dieses DISC-Modell. Hilft mir, wie kann ich meine Bewerbungsgespräche in Zukunft besser führen? Okay. Also ich fange mal mit der Frage an, sind Bewerbungsgespräche überhaupt hilfreich? Ja, unbedingt. Und jetzt kann man natürlich über dieses Bewerbungsgespräch als solches schon mal wahnsinnig viele Fragen aufwerfen. Soll das standardisiert sein? Soll das nicht standardisiert sein? Wie viele Leute hole ich dazu? Aus welchen unterschiedlichen Abteilungen und Perspektiven des Unternehmens hole ich Leute dazu? Das sind alles Fragen, die dringend bewusst entschieden werden müssen, je nachdem, welche Position da zu besetzen ist, welches Unternehmen es ist.
Dann ist die nächste Frage jetzt nach den, also wobei ich jetzt dazu sagen muss, erstmal Bewerbungsgespräch auf jeden Fall ja. Okay. Es ist sogar momentan so eine Tendenz wieder zu beobachten, dass auch große Konzerne, die ja sehr viel Assessment Center eingesetzt haben, von diesen Assessment Centern auch wieder ein Stück weit zurückrudern und eher nochmal ein längeres Interview, okay. Gespräche und Probearbeiten wieder mehr in den Fokus stellen als dieses Testverfahren im Sinne von Assessment Centern. So die beiden Modelle, die ich gerade nannte, das ist aber noch nicht Assessment Center, das ist noch eine Stufe vorher. Sowas könnte man mit dem Gespräch machen? Das wird auch eingesetzt. Teilweise, also ich kenne selber auch Leute, die das ausfüllen mussten in so einem Bewerbungskontext. Und für mich ist dann immer die entscheidende Frage, wie gehe ich denn damit um? Weil das sind ja Persönlichkeitstests, da gibt es unterschiedliche. Du hattest jetzt zwei genannt, ne? Dann gibt es noch das Riemann-Thomann-Mod. Ach, es gibt wirklich unzählig viele Testverfahren, die zielen darauf ab, die Person zu typologisieren, die da vor mir sitzt. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Mache ich eine Schublade raus? Knall die Person mit dem Testergebnis da rein und treffe dann meine Bewertung, dann finde ich das ein ziemlich gefährliches Vorgehen. Mhm. Oder nehme ich das als Basis, um daraufhin mir vielleicht auch nochmal mit einem bisschen Abstand in einem zweiten Gespräch zu überlegen, okay, die Person möchte ich nochmal genauer kennenlernen, ich möchte da Dinge hinterfragen, ich möchte vielleicht auch Selbstbild von Fremdbild nochmal unterscheiden, weil Achtung, also diese Tests basieren ja darauf eigentlich, dass ich sie selber ausfülle. Ja. Das heißt, ich gebe immer das Bild über mich selbst an. Ja. Und das ist natürlich auch verfälscht manchmal. Hm? Ja, das wäre ja dann auch die Frage, wem helfen eigentlich die Ergebnisse eines solchen Tests? An sich dem, der es ausfüllt, also dann selber? Oder wie weit kann es ein Dritter, der Interviewer, gebrauchen? Also ne, wie weit ist es dann für ihn verständlich, was dabei rumgekommen ist? Also hilfreich ist es, glaube ich, für beide, wenn man es wirklich als Startschuss nimmt, sich mit den Dingen näher zu beschäftigen. Ne, weil ich erlebe das, ich setze das auch häufiger ein, in Coachings und auch in Trainings und erlebe das häufig erstmal auch ein bisschen als amüsierend. Ne? Da hat man da so eine Beschreibung und sagt so, hey, das passt. Und noch passender findet man es meistens bei den anderen. Okay. Ne? Oder wenn dann auch so Dinge offenbar werden, dann stellt man Typen vor und dann sagt jemand, genau wie mein Chef ne? oder genau wie meine Kollegin oder genau wie XY. Also es hat immer viele Aha-Momente und dann ist aber die Frage, wie setze ich es ein, um Entwicklung zu ermöglichen oder ein besseres Zusammenarbeiten. Weil dann kommen wir ja vielleicht überein, dass ich ein wenig provokativ sage, naja, vorsichtig ausgedrückt, einige oder viele Ergebnisse erinnern mich auch so an Horoskope. Es ist das, was du da am Ende hineininterpretierst. Das heißt aber ein bisschen besser ausgedrückt, es ist also im Endeffekt nur ein Hinweis, es ist ein Tool, mit dem es dann sozusagen weitergearbeitet werden muss. Also es ist nicht das Ergebnis, sondern es ist die Grundlage für zum Beispiel weitere Gespräche. Meine Haltung ist das so. Das würden andere vielleicht anders sehen. Ich setze solche Testverfahren in dem Kontext ein, dass ich damit weiter arbeite und als Basis nehme und dafür auch durchaus auch warnen würde, eine vorschnelle Urteilsbildung über so ein Testverfahren abzubilden, weil es kann nie alle Facetten einer Persönlichkeit abbilden. Ja, aber wo ich es halt ganz interessant finde, ist ja, wie arbeiten Menschen zusammen? Also mir geht es ja jetzt nicht unbedingt darum, ne, wie bin ich alleine oder ne, das ist der Einzelne, sondern wir reden ja jetzt zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch auch darüber, holen wir die passende Person in ein vorhandenes Team. Ne? Da ist es ja schon interessant, da gibt es dann schon unterschiedliche Typen und Charaktere. Gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie stellt man ein Team zusammen? Möglichst heterogen, möglichst homogen, auf welche Rahmenbedingungen kommt es an? Wenn ich jetzt sage, ne, Anne, ich möchte ein Team zusammenstellen, was müsstest du von mir wissen? Also wie nähert man sich da? Ich glaube, ich würde dich zunächst mal fragen, was muss dieses Team leisten? Also nehmen wir können ja mal ein Beispiel konstruieren. Das ist jetzt vielleicht ein Projektteam, die sollen was entwickeln oder die haben... ja, um es ganz konkret zu machen, auch in deinem Business einfach auch ein großes Bauprojekt, was sie vorantreiben sollen. Und dann ist erstmal die Frage, was hängen da für Aufgaben dran und welche Aufgaben sind schon super gut auch besetzt durch die bestehenden Mitarbeiter und wo gibt es noch Erweiterungsbedarf. So, und dann ist es tatsächlich so, dass ich dafür plädiere, das auch so zu sehen und dann muss auch ein Team
heterogen sein. Und die müssen aber auch über ihre Heterogenität wissen und das auch schätzen können. Denn wir ticken leider als Menschen ein bisschen so, dass wir so, wie wir uns verhalten und welche Sicht wir auf die Dinge haben, das gut finden und mehr oder weniger offen oder auch verdeckt Sachen, die uns nicht so passen und wenn Dinge Leute es anders sehen, ein Stück weit abwerten. Ja, also dieses zu gucken, wer kann hier eigentlich was gut. Es bringt mir halt auch nichts, ein Projektteam zu haben, wo es irgendwie 7, 8 Megamacher gibt, die jeden Tag neue Ideen haben und vor Inspiration nur so sprudeln, aber niemand, der Wert legt auf Kontinuität, Controlling, auch mal solche Aspekte, wie gehen wir hier eigentlich miteinander um. Ja, das muss halt auch alles irgendwie abgedeckt sein in einem gut funktionierenden Team. Ja, das finde ich total spannend. Also darüber nachzudenken, dass vielleicht ein gemeinsames Verständnis des Ziels oder auch des Miteinanders, zum Beispiel respektvoller Umgang, das wäre ja gut, da gewisse Gemeinsamkeiten zu haben. Aber im Endeffekt dann ja die unterschiedlichen Stärken zu gebrauchen. Also ich wäre persönlich, glaube ich, ein Verfechter dann wirklich der unterschiedlichen Typen und die unterschiedlichen Charaktere und vielleicht auch mal seine Komfortzone zu verlassen und sich gerade vielleicht auch mal mit anderen Leuten zu umgeben. Da können wir ja schon mal ein neues Fass aufmachen, die Frage, wo kriege ich meine Informationen über die Welt her? Wenn ich natürlich bei Facebook und Co. nur in Gruppen bin, die meiner Meinung entsprechen, ist es auch gefährlich. Ne? Also wie schaffe ich es auch vielleicht da, offen zu bleiben für andere Meinungen und auch andere zu sehen? Ja, also wenn du natürlich solche, das jetzt mal so nutzt, was du jetzt gerade über dich selber sagst, um auch Leute zu analysieren, sage ich mal, was man in einem Bewerbungskontext auch immer nur bedingt machen kann. Ne? Das ist natürlich auch begrenzt, diese Möglichkeiten da. Dann sind das aber schon wertvolle Hinweise, auch zu gucken, in welchen Gruppen sind denn diese Leute, was interessiert die auch neben dem Beruf. Und jetzt mal ganz streng genommen, also viele würden mir jetzt da vielleicht hart auf die Finger klopfen und sagen, das hat in einem Bewerbungskontext nichts zu suchen. So, und da sind wir genau wieder in der Spannbreite so, wie sollen denn auch Bewerbungsprozesse ablaufen? Ja, manches Mal hatte ich schon die Überlegung, ob man nicht besser mal jemanden Auto fahren lässt, mit jemandem essen geht oder Ähnliches, um seinen Charakter dort in ganz anderen Situationen, also mit dem Charakter, da habe ich ja natürlich nichts mit Fachkenntnis zu tun. Ja, das wird ja auch durchaus gemacht. Also je höher die Position im Unternehmen, desto länger die Prozesse und dann ist hier Essen gehen gang und gäbe. Dann sind auch andere Kontexte gang und gäbe und ich würde... Also ich aus meiner Perspektive würde immer das Probearbeiten empfehlen. Sobald Leute im näheren Kreis sind, der Auserwählten oder Interesse haben, Probearbeiten, kennenlernen, Aufgaben geben, ganz konkret, gucken, wie gehen die damit um, das aber auch gut begleiten. Ich habe mal gehört, es gäbe bis zu 7 Lebensrollen. Das finde ich natürlich ganz spannend, wo wir gerade überlegten, wie kann man jemanden einschätzen? Jetzt habe ich eine Person, aber mit vielleicht 7 Rollen. Also wie ist das denn? Das heißt also, ich kann auch nochmal von Rolle zu Rolle irgendwo ein anderes Temperament an den Tag legen? Oder wie schätzt du das ein? Also gibt es das, dass jemand als im Unternehmen anders ist als dann in der Familie oder beim Sport anders ist als beim Ausflug? Also ich sag mal so, man nimmt sich selber überall mit hin und man ist immer eine Person. Ich gehe da auch immer sehr vorsichtig mit um, wenn mir Leute sagen, aber da bin ich ganz anders. Okay. In so einem anderen Kontext. Was natürlich so ist, ist, dass du in deinen unterschiedlichsten Rollen und Lebensrollen, wobei ich bei den 7, ne, das ist so ein Thema, da können wir jetzt drüber anfangen, drüber zu diskutieren, aber dass in den unterschiedlichsten Rollen und Lebenskontexten ich natürlich andere Facetten mehr zulasse. Oder auch mehr zeige oder sie mehr zur Geltung kommen, weil ich da auch in einem ganz anderen Kontext was zeigen muss, was leisten muss, was machen muss. Also viele sind ja überrascht, die Personen nur im privaten Kontext kennen und dann erlebt man die mal im Beruf und dann denkt man plötzlich so, huch, das sind ja völlig neue Facetten. Das gibt es auf jeden Fall. Okay. Wenn ich grundsätzlich aber ein Typ bin, der nach vorne geht, der neugierig ist auf Leute, der sich überall Inspiration holt, der auch mutig ist, in dem Sinne, sich unabhängig zu machen, eigene Wege mal auszuprobieren, dann werde ich das sowohl im Beruf finden, als auch im privaten Kontext und in den privaten Rollen. Ne, also da hat man nicht jetzt irgendwie, ich würde fast sagen, nicht, kenne ich zumindest nicht in der einen Lebenssituation das totale Mauerblümchen, das überhaupt nicht aus sich rauskommt und dann am nächsten Tag ist es so voll
die andere Person. Was es allerdings gibt, muss ich noch dazu sagen, sind wirklich ambivalente Verhaltensweisen, die an einer Person auftauchen, wo der Eindruck entstehen könnte, das ist völlig anders, da zeigt sich eine andere Persönlichkeit. Das ist aber psychologisch gesehen nicht so, sondern es hat eine Funktion. Das ist dann häufig ein Kompensationsverhalten von dem einen extremen Verhalten und dann gibt es ein anderes extremes Verhalten, was das andere kompensiert. Ne? Ja. Und das bitte nicht verwechseln mit, da ist aber jemand ganz anders, sondern beide Verhaltensweisen haben halt eine Funktion für diese eine Psyche. Ich überlege gerade eine enorm coole und wichtige Frage. Ich hoffe, ich kriege sie richtig raus. Wie weit sind Menschen sich dessen bewusst? Also diese Eigenwahrnehmung. Ne? Es gibt welche, die das sicherlich wissen. Es gibt einige, die wissen es nicht. Ich sage mal pauschal aus meiner ganz kleinen Erfahrung, mehr als die Hälfte denkt zu wenig über sich selber nach und hat keine gute Eigenwahrnehmung. Würdest du das unterschreiben oder wärst du da vorsichtig und sagst, nee, Ingo? Ich würde die Frage gerne in zwei Stufen beantworten. Okay. Weil wir alle haben ganz, ganz großen Anteil Unbewusstes. Da kommen wir auch nicht dran oder da kommen wir auch durch Analyse nur bedingt dran und niemals vollständig. Deshalb habe ich eben am Anfang so vehement Nein gesagt. Ja. Dann gibt es das Vorbewusste und das Bewusste. Und je mehr ich an mir selber arbeite und reflektiere, desto mehr Bewusstheitsraum kann ich mir erarbeiten. Das ist auch das Wertvolle daran, weil dann kann ich ganz anders Entscheidungen treffen, kann ich mein Verhalten ganz anders sehen, dann erkenne ich meine eigenen Automatismen, meine eigenen Muster, meine eigenen Reaktionsweisen. Mhm. Und diesen Bereich, jetzt komme ich zur zweiten Stufe der Beantwortung der Frage, da würden, glaube ich, viele, viele Menschen sich einen Gefallen tun, da mehr drauf zu gucken. Ja. Auch für sich selber, ne? Also einfach auch für fürs eigene Wohlbefinden und für die eigene Ausgeglichenheit und Balance. Aber dass wir alles über uns kennen können und alles unbewusst bewusst machen, das ist ein frommer. Nein, möchte man vielleicht auch nicht, wer weiß, was da alles zutage kommt. Ich habe schon, glaube ich, ein bisschen gelernt, es gibt da eine Klaviatur, es gibt dort Ausprägungen, das ist, glaube ich, in Ordnung. Es gibt eine Lebensrolle bei mir, die ich gerne Genießer nenne und unter anderem mag ich ja Whisky und da wir auch in einem Whiskyladen sind, möchte ich dich fragen, ob wir eine kleine Whiskypause machen sollen. Unbedingt, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Dann machen wir das jetzt. Ja, prima. Lieber Han, dann schieß mal los. Was hast du für einen feinen Tropfen für uns heute? Ja, etwas Besonderes. Ledeck ist von den Inseln, wo die Rauchigen wegkommen, nur nicht Eile, sondern Müll. Nicht so torfig, schön aromatisch, leichte Holznote mit darin und weite Würze. Fürs Protokoll ausgesucht, wegen unseres Gastes, wegen... Natürlich. Ich bin mal gespannt, wie wir... Auf ersten Eindruck. Dann gucken wir. Dann bin ich gespannt. Ich bin jetzt total gespannt, dass du gespannt bist. Es gibt zu viele Whiskys, als hätte ich sie alle schon. Bitte. Ist ja wenigstens neu für dich. Ja, absolut. Ich danke dir. Ja, dann. Prost. Simone. Prost nochmal. Also ich bleib dabei, es ist ein guter Whisky. Es ist nicht mein aller Lieblings, aber ich richte mich gerne nach dem Gast. Und wo wir beide hier so unter uns sitzen, ich erzähle mal einen kleinen Schwank. Wo keiner zuhört. Ich habe in Trier studiert und zu der Zeit habe ich zwei Psychologiestudentinnen kennengelernt und da hat echt Spaß gemacht, weil wir sind immer mal wieder gerne Cocktails trinken gegangen. Und da weiß ich mittlerweile so, was mir da dann so schmeckt. Und dann haben die mir erzählt, auch von den Dinge, die sie im Studium machen, diese Tests und Beispiele und Experimente, das fand ich total interessant. Und die erzählten mir, dass wenn sie Leute kennenlernen, es mehr als einmal passiert wäre, dass nachdem sie sagten, was sie studierten, das Gespräch abrupt endete. Jetzt bist du Diplom-Pädagogin, aber beschäftigst dich ja mit der Psyche von Menschen. Passiert dir sowas auch, dass du auf einmal merkst, in dem Moment, wo du verrätst, womit du dein Geld verdienst, dass Leute anders werden? Gibt es da das häufiger, dass Leute zumindest mal Respekt dann auf einmal haben oder komisch agieren?
Also es gibt so Momente, da überlege ich hart, ob ich sagen soll, ich bin Schiffsbauingenieurin oder ähnliches. Okay. Also mich auch mal davon distanziere, denn in der Regel gibt es positive Reaktionen darauf im Sinne von, boah Mann, das ist ja total spannend. Mhm. Im zweiten Schritt muss man total aufpassen, nicht nachts um eins an irgendeiner netten Theke dafür verhaftet zu werden, sich jetzt irgendwie die berufliche Konfliktsituation mit dem eigenen Team anzugucken, okay. Sondern da auch einfach auch abgrenzen zu können, ja, ich höre gerne zu und so, aber eine Beratungssituation ist etwas anderes und das ist halt, also da merke ich auch sehr, dass die Leute darauf anspringen und mir sehr schnell Persönliches erzählen. Okay. Umgekehrt kenne ich das aber auch, dass es dann aber eher eine Fantasie, weil das sagen die Leute mir dann gegenüber, glaube ich, nicht, aber dass es auch sowas gibt wie, oh Gott, jetzt solche Leute hetze mich. Genau, das war nämlich so. Da auch die weiß jetzt alles, ja. Die kann durch, also in mich hineingucken. Ja, und das ist natürlich irgendwie Käse. Ne? Natürlich ist da ein enormes Fund an Erfahrung, an Wissen auch einfach mittlerweile, was in dem Bereich ist und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Elektrotechniker, der auch mit einem anderen Blick durch ein Haus geht, als ich das mache, ne? Der sieht andere Dinge als ich. Aber wenn ich dafür jetzt keinen Auftrag habe, dann ist das, dann kann ich das auch gut links liegen lassen und das verarbeite ich nicht in jeder Situation bewusst und es ist nicht für mich Thema und ich möchte dann auch ganz gerne als, jetzt bin ich Anne privat, wahrgenommen werden und auch mit den Leuten dann so umgehen. Aber hilf mir nochmal eben, du hast ja mehrere Berufsbezeichnungen, also das interessiert mich wirklich, du bist Beraterin. Du bist Coach. Und das andere interessiert dich nicht, oder wie? Nein, Spaß beiseite, entschuldige. Also, Beraterin, ja. Coach, ja. Trainerin, Supervisorin, Therapeutin glaube ich nicht. Nein. Jetzt ist ja für mich alles hat das Gleiche. Also was muss ich wissen? Was hat mich dazu interessieren? Welche grundlegenden Unterschiede gibt es denn da? Warum nicht Therapeutin und warum diese anderen Bezeichnungen? Ganz kurze Einordnung, wer macht da was überhaupt und wann hast du sozusagen welchen Hut auf? Okay. Ich fange mal mit dem einfachsten an, Ausschlusskriterium. Ich bin keine Therapeutin, weil ich keine Psychologin bin. Also Therapeutin nur, also es gibt Ausnahmen, da könnte ich jetzt lang und breit nochmal, aber Therapeutin im Prinzip, damit ist man Diplompsychologin. Diplompsychologe macht dann eine Therapieausbildung oder sogar noch eine Analytikerausbildung. Okay. Ich bin Diplompädagogin, habe auch Psychologie studiert als Nebenfach, aber halt bin keine Psychologin. Habe eine tiefenpsychologische Ausbildung als Beraterin und Supervisorin. Beratung ist sozusagen der Überbau. Ja. Supervision, Coaching, Persönlichkeitsberatung oder Persönlichkeitscoaching sind unterschiedliche Beratungsfelder. Mhm. Für die meisten Leute, die sich jemanden suchen, wo sie Dinge erarbeiten wollen, sich weiterentwickeln wollen, sei es im privaten oder beruflichen Kontexten, ist das im heutigen Vokabular meistens Coaching, weil das so das mit populärste ist. Mhm. Kommt aber auch ein bisschen auf die Branche an. Also in vielen sozialen Branchen heißt es immer noch Supervision. Mhm. Im Business-Kontext ist es Coaching. Ist Supervision ein Begriff, den der Laie kennen muss? Also interessiert mich das? Brauche ich das? Ist das so Allgemeinwissen? Coach reicht mir? Ja, also ich sag mal, es gibt Experten, die wissen das und wenn du das wissen willst, dann kann ich das gerne erklären, auch nochmal in zwei, drei Takten ausführlicher. Aber das wird, glaube ich, das geht dann so sehr ins Detail, wo da die Unterschiede sind. Ne? Okay. Es gibt sie, aber das Problem ist ein bisschen, Coaching ist auch kein geschützter Begriff. In Deutschland darf sich leider jeder Coach nennen. Es gibt auch Ausbildungen von bis, von zwei Wochenenden und du bist Coach, bis hin zu sechs Jahren, die dann umfangreicher sind. Aber da gibt es dann die Möglichkeit, irgendwo Verbandsmitglied zu werden oder dann so eine Art Qualitätssiegel da dann zu haben, was dann schon einer längeren Ausbildung bedarf und des Abschlusses. Ja, richtig. Okay. Gibt es einen Grund, warum du das eingeschlagen hast? Es gibt keinen konkreten Grund in dem Sinne. Rückblickend muss ich sagen, das, was mich immer fasziniert hat, ist, sind Menschen, sind die Begegnung zwischen Menschen, ist die Dynamik, die passiert. Entwicklungspsychologie, auch schon in der Schule hatte ich da Psychologie und Pädagogik als Fächer, fand ich total interessant. Auch gerne in Kombination mit Bewegung oder Kunst und allem, was so Inspiration weiter noch bringt. Und da bin ich, so wie ich auch sonst durchs Leben gehe, habe ich mich ganz häufig von Menschen inspirieren lassen, die so etwas Ähnliches machen oder mir davon erzählt haben. Okay. Oder dann gab es eine Ausbildung, die fand ich spannend, damit habe ich mich weiter beschäftigt, habe ich mich mit den verschiedenen Richtungen beschäftigt, also so peu à peu gewesen. Das interessiert mich und da gucke ich mal weiter.
wenn ich mir deine Bücher anschaue, was hast du so als letztes gelesen? Geht das dann auch in eine Fachrichtung oder möchtest du auch mal abschalten? Also was sind so im Moment deine Lieblingsbücher? Oh, da triffst du mich jetzt nach dem Urlaub in einer Phase, wo ich sehr viel gelesen habe und eben nicht für den Beruf und mir gleichzeitig aber dennoch viel Inspiration für den Beruf schenken. Kann ich übrigens alle drei empfehlen, die ich jetzt im Urlaub gelesen habe. Das eine ist Arno Geiger, der alte König in seinem Exil. Okay. Da schreibt er selber über die Beziehung zu seinem Vater, der an Alzheimer leidet. Mhm. Wunderschön geschrieben und hat auch wirklich ja, sehr literarisch-philosophische, berührende Gedanken und Formulierungen. Dann habe ich eher zum Schmunzeln und Lachen gelesen Joachim Meyerhoff, den dritten Teil, diese Lücke, ach diese entsetzliche Lücke. Okay. Er ist ja Schauspieler und schreibt in dem Buch über seine Erfahrung auf der Schauspielschule herrlich beschrieben und dem Leben bei seinen Großeltern, die übrigens täglich, ich glaube 16 Uhr, es ist den ersten Whisky zu sich nehmen und das jeden Tag zelebrieren. Und auch total spannend, Patentöchter von Julia Albrecht und Corinna Ponto. Corinna Ponto ist die Tochter von Jürgen Ponto, der Opfer des RAF-Anschlags wurde. Okay. 77 war es, glaube ich. Und die beiden, die Familien waren miteinander befreundet und die Tochter hat ja es überhaupt erst möglich gemacht, dass Zutritt zu der Familie, zu der Familie Ponto gab und diese Ermordung stattfinden konnte. Und die beiden nähern sich quasi nach einem einer langen Distanz zwischen dieser Familien wieder an und haben diesen Dialog in ein Buch verfasst. Ja. Und das war aus vielerlei Hinsicht auch sehr spannend. Ja, da hatte ich letztens sogar zufälligerweise kurz eine Rezession, kleinen Bericht drüber gelesen. Spannend. Lass uns nochmal, wir waren jetzt sehr beim Geist, mal wechseln. Wie steht es dann so um das Körperliche? Es gibt ja diesen schönen lateinischen Spruch, den selbst ich hinbekomme, also mens sana in corpore sano, also ne, dass dann ja ein gesunder Geist nur in einem gesunden Körper oder sein sollte. Ich bin kein Lateiner, eine Übersetzung ist also sicherlich fehlerhaft, aber wie wichtig ist in deinen Augen das Zusammenspiel zwischen Geist und Körper? Unglaublich wichtig. Also die Seele bildet den Körper aus und umgekehrt. Mhm. So ist ein Satz, den ich schon sehr früh gehört habe und wo ich dachte, ja, ich glaube, da ist was dran, beschäftige dich mal intensiver damit. Ich habe ja eben an anderer Stelle schon mal gesagt, ich sehe die Person und den Menschen als Ganzes und alle Facetten bedingen sich so gegenseitig. Und insofern ist auch die Gesundheit des Körpers wichtig für die Seele, beziehungsweise eher noch umgekehrt, wenn die Seele gesund ist, ist auch ein Körper nicht immer, es gibt Ausnahmen, ich bin da auch nicht dogmatisch, aber auch ein Körper gesund und Bewegung, Ausgleich, in die Natur kommen, Körper spüren, ist, glaube ich, für eine gesunde Psyche auch sehr, sehr wichtig. Deswegen, ich meine, bei dir gibt es auch insgesamt zwei Dinge, hilf mir, sehe ich das richtig, das Klettern und das Segeln? A, ist das so? Und B, warum? Ist es dann dieses irgendwo an der Luft sein, Bewegung oder gibt es da noch andere Dinge wie Teamplay oder Ähnliches? Das könnte ich da auch vermuten. Ja. Deswegen hilf mir. Sind das die zwei Sachen, gehen dir nahe? Klettern gehört der Vergangenheit an. Klettern mache ich nicht mehr. Das habe ich auch wirklich, also ich bin Outdoor-Trainerin. Da habe ich als ich so in meinen 20ern war, sehr, sehr viel Outdoor-Trainings und erlebnispädagogische Trainings gegeben. Mhm. Auch im Kletterbereich. Das habe ich jetzt sozusagen nicht in meinen privaten Hobbybereich rübergeholt. Segeln, ja, definitiv. Das war auch so ein Inspirationsding. Für mein Vordiplom habe ich auch Outdoor-Pädagogik als Thema gehabt, habe ein Buch über die Thor Heyerdahl gelesen, ein großer Traditionssegler, und habe gedacht, das will ich machen. Angerufen, gefragt, wie sieht's aus, wie wird man Crewmitglied? Und das war meine erste Begegnung mit Pädagogik, Psychologie und Segeln. Okay. Und da war ich Crewmitglied einige Zeit und daraus resultiert auch heute noch meine Leidenschaft. Nee, die Leidenschaft war vorher da, aber auch so diesen Bezug auf dem Segelschiff auch arbeiten, auf dem Segelschiff auch Trainings machen, gruppendynamische Prozesse steuern, das kommt da so ein bisschen her. Also aber Outdoor schon dann mit an der frischen Luft sein, etwas auch unternehmen, also auch da dann körperlich, vielleicht auch im Team, gemeinsam etwas zu schaffen. Also das ist dann irgendwo ein laienhaft gesagter Ansatz. Nicht nur irgendwo auf der Couch, nein, auch nicht nur Gesprächssituationen,
sondern auch mal rauszugehen. Ja, das Schöne ist, dass eine Gruppe auch völlig anders miteinander agiert und man sehr, sehr viel schneller an der Substanz ist, wenn es jetzt tatsächlich auch irgendwo draußen stattfindet unter vielleicht auch extremeren Bedingungen als in dem kuscheligen Hotel-Kongresszentrum, wo alle zwei Stunden die herrlichsten Häppchen und Kaffee und Tee auf einen warten. Du sagtest gerade mit dem Segeln, dass dich da was inspirierte. Gibt es weitere? Gibt es irgendwo bekannte Namen, wo du mal, was ich, die Biografie gelesen hast? Oder wenn ich zaubern könnte und sage, wir stellen dir eine Gesprächsrunde zusammen, egal jetzt ob lebend oder tot, gibt es da so die Top 3, die ich für dich einladen dürfte? Top 3? Ja, wir wollen ja mit in Gespräch bleiben und nicht ausarten. Okay, ja, gibt es. Lustigerweise, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich mir so sehr viel auch Ideen und Weiterdenken auch über unterschiedliche Inspirationen hole, würde die, glaube ich, jede Woche anders aussehen. Okay. Ich hätte also keine Probleme mehr, so eine Talkshow-Reihe zusammen zu fantasieren. Diese Woche wären es bei 3, wenn ich also inspiriert noch von den Erlebnissen am Wochenende, wäre es momentan tatsächlich, jetzt werden einige vielleicht lachen, Captain Peng. Captain Peng ist Musiker und Schauspieler und hat auch tatsächlich, ich habe mit der Biografie habe ich mich jetzt gestern Abend nochmal tatsächlich so leicht beschäftigt, hat auch schon sehr viele Preise geholt und den habe ich im Konzert erlebt am Wochenende. Und dieser, der hat fantastische Texte, das ist wirklich auch philosophisch und rappt das Ganze dann aber auch mit, mit einer Musik, die auch sehr nach vorne geht. Und das finde ich gerade sehr spannend, den mit dazu zu holen. Ich werde es googeln. Alfred Adler natürlich. Okay. Ich würde unglaublich gerne ihn ein paar Fragen stellen über Dinge, wie sie sich heute entwickeln, wie seine Sicht dazu ist. Adler ist schon derjenige aus dem psychologischen Bereich, dem du da nacheiferst oder dessen Theorien dich am meisten beeindrucken? Also nacheifern, ja, glaube ich, möchte ich mich gerne von distanzieren. Okay. Ich habe eine tiefenpsychologische, individualpsychologische Ausbildung und das ist die nach Alfred Adler. Okay. Genau. Und last but not least. Und last but not least, jetzt wird es sehr persönlich, jetzt muss ich zwischen mehreren Personen entscheiden, aber ich, meine Oma. Okay. Meine Oma väterlicherseits, weil die, glaube ich, auch sehr, sehr viel zu sagen hat zu vielen Dingen, ist eine ganz bescheidene, herzliche, lebensfrohe und geduldige Person gewesen, die ich heute, glaube ich, viele Dinge noch mal fragen würde, die ich sie nicht mehr fragen kann. Und ich glaube, das wäre auch eine interessante Mischung. Du kommst natürlich auch dazu. Nein, ich bin dann der, wo ich sagen, der einlädt oder die Getränke bringt. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, A, dass ich dabei sein darf. B, dass du heute hier warst. Es ist ein super Einblick für mich, immer wieder mit dir sprechen zu dürfen. Ich weiß, dass du auch ja aus Münster heraus und in die Umgebung auch, wie gesagt, Netzwerke stärkst, finde ich ganz, ganz spannend und ja, sicherlich ein ganz toller Eindruck heute so in deine Welt, in deine Branche und du weißt, dass ich das immer wieder ganz interessant finde, darüber nachzudenken, wie tickt der Mensch, ich selber, mein Umfeld und dementsprechend, wie gesagt, war es für mich wieder eine Bereicherung. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, der Whisky hat geschmeckt. Sehr. Und auf unser nächstes Treffen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Danke dir. Das war Annegar Schagen. Ich finde es immer wieder interessant, wenn sie mich abholt und einen Einblick in ihre Branche gibt. Wie ticken Menschen? Wie ticke ich? Wie ticken andere? Und ja, ich nehme immer was mit zum Nachdenken. Ich hoffe, ihr auch. Und ich freue mich auf unsere nächsten Gäste bei den nächsten Episoden. Bis dahin. Ciao.